dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen die Reservemannschaft des FC Bayern München. Endstand 2:2 hier in der MDCC-Arena und präsentiert wurde die Partie von unserem Partner Humanas-Gruppe. Wie gewohnt überlassen wir dem Gästetrainer das Wort. Sebastian Hoeneß, wie haben Sie die Partie gesehen? Umkämpft. Ich möchte erstmal kurz ein Kompliment aussprechen an meinen Trainerkollegen und an sein Team. Ich habe gerade schon ein Interview gehört, wo er gesagt hat, der Plan ist aufgegangen und das kann ich bestätigen, auf jeden Fall mal für die erste Halbzeit und auch für Phasen der zweiten Halbzeit. Ja, wir kommen eigentlich gar nicht so schlecht rein, haben gleich eine ziemlich große Chance zum 1-0, aber ab dem Moment war es so, dass wir schon das eine oder andere haben vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen auch stark gemacht hat. Wir waren nicht wirklich griffig, wir waren im Gegenpressing nicht wirklich präsent, in der Restverteidigung nicht wirklich da. Und so ja, sind dann Situationen entstanden, die Magdeburg wollte. Ja, und dann auch so nach und nach hat ins Spiel kommen lassen. Ja. Einfach Kontersituationen, lange Konter, wir mussten zurücklaufen. Und in der Phase habe ich noch auf der Bank gesagt, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir die Phase überstehen ohne Gegentor. Weil ich dann glaube, dass wir dann schon immer wieder in der Lage sind, auch einen Moment für uns zu kreieren. Es waren auch nochmal 1-2. Aber sie waren einfach wirklich sehr, sehr ja, pedantisch in ihrer Art und Weise. Und ja, die Folge war dann das 1-0. Ganz brutal war für uns natürlich psychologisch das 2-0. Gehen dann so in die Halbzeitpause. Andererseits war dann natürlich ein Stück weit auch klar, wir hatten in dem Spiel nichts mehr zu verlieren. Und Magdeburg ein Stück weit schon ein bisschen. Ja, und so wie ich es auch gerade von Herrn Gyasula gehört habe, in so einem Spiel muss dann Magdeburg das dritte und vierte machen. Ich denke, dass Möglichkeiten da waren, so klar waren sie nicht mehr, weil die Konter nicht gut ausgespielt wurden. Wir mussten mehr Risiko gehen, haben dann schon auch noch die eine oder andere Chance, einen Tick früher vielleicht das Spiel ein bisschen auf unsere Seite zu drehen. Klar, und dann machen wir das 2-1. Damit war klar, okay, das wird jetzt eine Schlussoffensive, machen dann das 2-2 nach einer Ecke. Ja, und ich prognostiziere einfach mal, dass das Spiel, wenn es noch 3 Minuten, 4 Minuten länger geht, könnten wir vielleicht sogar noch einen bekommen, ob wir den machen. Ist müßig und ich glaube, es wäre dann auch nicht verdient gewesen. Trotzdem muss ich einfach nochmal abschließend einfach ein Lob aussprechen an meine Mannschaft. Wir sind hier wieder mit einer sehr jungen Mannschaft angereist, die, glaube ich, jetzt einfach mal wirklich hier einen richtigen Härtetest hatte, mit einer Mannschaft, die erstens Qualität hat, zweitens jetzt wieder richtig Zutrauen hat. Und wir spielen hier in Magdeburg. Das darf man bei all dem nicht vergessen. Und deswegen sind wir jetzt natürlich glücklich mit dem Punkt und versuchen jetzt klar noch das ein oder andere zu analysieren und dann geht aber der Fokus ins Richtung Derby. Danke. Danke, Sebastian Hoeneß, für Ihre Analyse. Thomas Hausmann, bitte. Ja, Sebastian hat es gesagt. Also wir hatten gleich eine Chance zu verteidigen von den Bayern. Aber dann denke ich, haben viele Dinge gestimmt. Also wir wollten kompakt agieren, wir wollten über Ballgewinne schnell schalten, wir wollten die hohe Kette bespielen und das hat uns, denke ich mal, auch gezeigt, dass das geht mit dem 1-0 und eigentlich psychologisch wichtigen 2-0 vor der Halbzeit. Ist dann so, wenn du diese Konter nicht gut ausspielst, darüber müssen wir sprechen. Wir hatten sicherlich auch in der zweiten Halbzeit diese Möglichkeiten, wo wir verkehrte Entscheidungen treffen und vielleicht das dritte machen und dann ist hier Ruhe im Schiff. Und dadurch, dass wir das eben nicht getan haben, ist es im Fußball halt so. Bayern unwahrscheinlich individuelle Qualität, immer wieder auch gute Ballsicherheit, gute 1-1 gelöst. Wir haben sie immer ins Zentrum gelassen und dann haben wir eben uns bei dem Elfmeter völlig verkehrt verhalten. Und das passiert so einem jungen Menschen. Ja, am Dienstag war er noch unser Held und jetzt hat er den Elfmeter verursacht. Aber letztendlich muss der Deckel schon viel früher drauf sein. Und jetzt können wir die Köpfe runter machen und negativ sein. Aber morgen früh werden wir die positiven Dinge rauskristallisieren. Und hier gibt es keinen Grund, irgendwo negativ oder in die Richtung zu denken.
weil die Jungs haben mit Riesenaufwand gespielt, mit Herz, mit heißem Herz, die Zweikämpfe ordentlich angenommen. Endlich mal wieder auch so diese Art und Weise, was wir brauchen hier in Magdeburg. Und wir müssen halt zusehen, dass wir das nicht zulassen, dass der Gegner mal zurückkommt. Und darüber werden wir morgen sprechen. Und trotzdem sehe ich Dinge positiv, die den Prozess jetzt auch ordentlich angefangen. Und ja, muss weitergehen. Ja, danke unserem Cheftrainer. Fragen der hiesigen Presse gibt es nicht. Das heißt, wir können die Pressekonferenz schließen. Bedanken uns an dieser Stelle. Den Bayern eine gute Heimreise. Alles Gute für die letzten 4 Spiele. Und wir sehen uns dann hoffentlich kommende Saison wieder. Ja, schönen Nachmittag. Danke.